Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Euro Truck Simulator 2, der News Truck auf den Heiligabend. Jawohl, mein Name ist Klabu und ich wünsche euch allen einen schönen Weihnachtstag und natürlich auch einen ersten und zweiten Weihnachtstag. Da wird auf jeden Fall kein News Truck kommen und heute, ja, auch keine richtige News. Ich habe mir gedacht, ich muss mich einfach mal wieder melden hier beim News Truck. Es gibt einfach zurzeit nicht viel. Und hier nochmal, ja, sagen, dass ich euch allen wirklich frohe Weihnachten wünsche und einen ersten und einen zweiten Weihnachtstag einen schönen. Und lasst euch schön beschenken und lasst euch dicke Säcke regnen. ja, ich hoffe, ihr werdet schöne Weihnachtstage haben. Ich werde mich gleich auf den Weg machen und bin über die Weihnachtstage nicht zu Hause und genieße die schöne Weihnachtszeit. Ja, bei sehr schönen Schnee, den wir ja haben. Und, oi. Nein, ich habe noch keinen Glühwein getrunken. Nein, ja. Weihnachtsstimmung ist ja noch nicht so da bei Windstärken, die, ich das Gefühl habe, die räumen mir gerade mein Dach leer. Und, ja, so kein Schnee und so, ne? Ja. Können wir nicht heute Abend alle mal so ein bisschen einen Schneetanz machen, dass wir wenigstens mal ein bisschen Schnee haben? Also ist doch ein bisschen traurig, ja? In Amerika saufen sie alle unter und wir haben hier gar nichts. Ist doch blöd, ist das doch. Ja, ich wollte eigentlich einen Weihnachtstruck haben, aber dann hätte ich einen anderen Spielstand starten müssen für den heutigen Tag. Und leider hat das nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Schade. Und mein Weihnachtslied geht auch nicht. alles blöd. Nein, es ist jetzt der 24.12. morgens um 9 Uhr und ich muss jetzt noch ganz schnell die Folge hier machen und ja, hab mir wirklich gedacht, ich muss nochmal eure Truck Simulator aufnehmen und wenigstens hier den Leuten wirklich sagen, dass ihr schöne Weihnachtstage habt und ja, wollte mich bei den Leuten allen ganz herzlich bedanken, die jetzt ganz viel dazugekommen sind und ja, war ein sehr geiles Jahr bei YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen. So derbe gestiegen, in meiner Ansicht sehr geil. Und ja, zu Weihnachten, finde ich, passt das immer, wenn man da so einen kleinen Abschluss macht und immer sagt, war ein geiles Jahr. Und ja, es macht einen übelst happy. Und auf jeden Fall, weil hier zurzeit die großen Fragen aufkommen. Ja, Spawn ist ja, hat ja keine Lust mehr auf YouTube gehabt und ja, jetzt hört der Glabur auch auf. Nein, ich höre nicht auf. Warum soll ich aufhören? Nö, ich werde nicht aufhören und ich kann gar nicht aufhören, weil mir das richtig viel Spaß macht und das schon so eine kleine Sucht geworden ist, so euch eine Geschichte zu erzählen hier, so, ne, so, guck mal, da vorne fährt ein Opel und den treten wir in den fahren wir jetzt in den Popo. Nein, keine Ahnung, ich finde das einfach geil und mir macht es saumäßig viel Spaß und, ja, der Spawn wird auch nicht wieder zurückkommen und genauso wie mit den Minecraft-Folgen, mit Star Wars, da werde ich mir noch was einfallen lassen, da haben mich ohne Ende Leute schon angeschrieben, wer da alles mitmachen möchte und ich glaube, da wird das neue Jahr schon irgendwann mal mit anfangen. Da möchte ich trotzdem mal was loswerden. Es beschweren sich saumäßig viele Leute bei Call of Duty wegen dem Ton. Aber ich sage das doch da jedes Mal, dass das der Ton daran liegt, wegen dem Nvidia-Tool. Und ich mit keinem anderen Tool aufnehmen kann. Wenn man MSI Afterburner nimmt, ja, nur als Beispiel, stürzt das Spiel ab. Nimmt man Fraps, nimmt da gar nicht auf. Nimmt man so ein anderes Tool, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, nimmt auch nicht auf. Also, ein bisschen doof alles. So. Und das einzige Tool, was funktioniert, ist das Nvidia-Tool und es ist zwar nicht die beste Qualität, aber vielleicht wird das ja noch. Dass Nvidia da ja nochmal ein bisschen was fixt. So. Das ist eigentlich alles, was ich so sagen wollte und
ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr werdet schöne Weihnachtstage haben und ich werde die Weihnachtstage genießen. Es wird alle Videos erscheinen von DayZ, SimCity, WRC, Call of Duty, Battlefield und heute noch natürlich nochmal Euro Truck Simulator. Und ja, ich habe alles geschafft. Alles durchgezogen, Mama. Jawohl. Und ja, zweiten Weihnachtstag wird es natürlich auch weiterhin die Folgen geben. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem über die Weihnachtstage einschalten werdet. Und da so ein bisschen hört. Genau. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle schöne Weihnachtstage habt. Keine Familiendramas oder geschweige irgendwas anderes. Das gehört sich zu Weihnachten einfach nicht. Und für die Leute, die keinen Weihnachten feiern, weil sie vielleicht einer anderen Religion angehören, wünsche ich euch trotzdem schöne Feiertage und genießt, nicht arbeiten zu gehen oder in die Schule zu müssen. Ja, an die Leute muss man hier in Deutschland ja auch denken und ja, jeder so, wie er halt seiner Religion angehört und ich finde das auch gar nicht schlimm, dafür haben die andere Sachen, die man oder die übers Jahr bei denen anfallen, wo wir gar nichts von mitbekommen. So muss man das ja auch mal sagen. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte auf jeden Fall noch was loswerden. Achso, es wird in einer SimCity-Folge, ich glaube 42 oder 43... werde ich mal etwas loswerden. Und zwar über diese ganze Meckerei, die da im Chat bei SimCity ist und wo mir die Wörter umgedreht werden. Da habe ich mal ein bisschen Druck abgelassen. Also, naja, manche Leute kennen das ja schon von euch, die merken, oh, oh, der Glabur kriegt dann einen dicken Hals und da lässt er jetzt mal Druck ab. Und das habe ich da mal getan und habe da mal ein bisschen was abgelassen. Und ich glaube, dass ich in SimCity gar nicht so dämlich mich da anstelle, wie ich das nämlich so mache, sondern es läuft nämlich ganz gut. Wenn man nämlich die letzten Folgen guckt, die ich nämlich aufgenommen habe, mache ich verdammt viel Geld in dem Spiel. So. Und daher passt das schon. Sonst gibt's auch eigentlich gar nichts. Nö, ein zum Ersten, das sage ich noch nicht. Da wird es mit Sicherheit noch ein paar Euro-Truck-Simulators geben, wo ich das sage. Und... ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Wer jetzt über Weihnachten sich sagt, ey, Oma und Opa haben mir hier ein paar Euros geschenkt, ich möchte mir wohl ein paar Spiele kaufen, geht bei Steam nochmal gucken, Leute. Ich habe da heute vorhin nochmal geguckt, ey, die hauen schon wieder die Spiele raus für ein Apfel und ein Ei, jetzt über Weihnachten gerade. Und ja, geht da ruhig mal schauen und geht nicht in den Laden und kauft da die teuren Spiele, sondern das lohnt sich wirklich. Also man bezahlt für Knaller wirklich 9 Euro, 10 Euro, dann 15. Also die Spiele sind wirklich saumäßig billig. Gibt nicht die Kohle im Laden aus, wo ihr 40 Euro für das Spiel bezahlt, sondern geht nach Steam auf die Plattform und kauft da die Spiele. Genau wie bei Origin. Ich glaube, die werden auch noch ein Angebot raushauen. Also guckt lieber im Internet ein paar Seiten durch und downloadet halt das Spiel, auch wenn man vielleicht nicht eine große Internetleitung hat. Aber ich glaube, wenn man 20 Euro pro Spiel sparen kann, dann kann ich mir... oh, wir sind auf der falschen Fahrbahn. Dann kann man lieber zwei Spiele kaufen für das gleiche Geld, wie man im Laden für eins bezahlt. Also nur als kleiner Tipp. Ja, lieber so die Spiele kaufen, bevor man beigeht und die teure Kohle im Laden lässt. Ja, das war's eigentlich so, Leute. Ja, ich hoffe, ihr werdet auf jeden Fall tolle Weihnachtstage haben. Ich werde genießen die Weihnachtstage wie jedes Jahr. Und vielen, vielen Dank für die ganzen neuen Abonnenten. Vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Kommentare. Und ja, ich hoffe, dass das nächste Jahr, na, wenn du nicht fahren willst, dann hast du halt Pech, nächstes Jahr genauso weitergehen wird. Und ja, es macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und
Ich hoffe, dass es so weitergehen wird. Und ich sage damit dann wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Euro Truck Simulator 2. Der News Truck. Heute zwar keine News. Einfach nur sagen frohe Weihnachten und legt euch hin und genießt die schöne Weihnachtszeit. Und esst nicht so viel. Da braucht man lange, um das wieder wegzubekommen. Bis morgen. Bis nach Weihnachten bei Euro Truck Simulator. Und genießt die Weihnachtszeit. Euer Glabur. Ciao, Ilaui.